So Leute, da sind wir beim nächsten Opening. Wieder mal ein altes Starterdeck und zwar Zelesnias Vereinigte Kräfte. Auch hier so ein 12-Euro-Ding drin, auch hier dieses Profi-Ding drauf. Das ist von 2005, das ist sogar noch ein bisschen älter. Echt? Ich dachte immer, Kamigawa käme nach Ravnica. Egal, wir haben letzten Mal ja dieses Retter von Kamigawa in dieser Reihe aufgemacht und jetzt wird es Zelesnia Vereinigte Kräfte. Ich habe nämlich festgestellt, auch wenn ich total der Ortshof-Guy bin und Golgari auch eine ziemlich coole Gilde ist, wir machen gefühlt nur Zelesnia und Ilzed auf. In diesem Trend müssen wir halt treu bleiben. Wir machen nicht die coolen Gilden auf, sondern die, also die ich cool finde, sondern die Gilden, die halt vielleicht einer von euch cool findet. Man hat ja gerade bei den Gilden... Oh Gott, das geht ja gar nicht auf. Gerade bei den Gilden scheiden sich ja die Geister ganz, ganz hart. Geister, weil wir das letzte Mal ein Geisterdeck hatten. So, gucken, dass wir das vielleicht mal irgendwie aufkriegen. Oh Gott, diese Verpackung. Ich möchte ja nichts kaputt machen. Das ist einfach zu alt und zu cool. Das heißt alt. Das ist halt... Oh mein Gott. Zelesnias Vereinigte Kräfte. Und noch eine Verpackung. Wie cool die damals waren, wie kacke die heute sind. Es tut mir leid, dass ich das so sage. Oh ja, oh mein Gott, hier waren noch... Vielleicht kriegen wir ja coole Player-Cards von der Pro-Tour. So, mal hier mal auf. Oh, diese Dinger, die nie aufgehen. Jawohl, jetzt. Ist auf. Und wir haben zuerst einmal so ein... Boah, das ist ziemlich groß. Was zur Hölle? Wie man das Deck spielt, was in dem Deck drin ist. Auch hier haben wir... Haben wir irgendwo eine... Ja, Hasbro Deutschland, Telefonnummer in Soest. Okay. Und Ravnica, die Hintergrundgeschichte. Mit den Fähigkeiten, die in diesem Set drin sind. Einberufen, transmutieren, ausstrahlen und ausgraben. Dredge. Das ist, glaube ich, das Einzige. Und Transmute, was davon wirklich benutzt wird. Wobei Einberufen auch in manchen Modern Decks gespielt wurde. Mit Courts of Calling. So, das legen wir beiseite. Und jetzt geht's los. Wir haben Oliver Ruel. Okay. Also er ist in Frankreich geboren, hat Pro Tour Rom gewonnen. Nee, debütiert. Hat 3 Pro Touren. Er hat 135 1000 Euro US-Dollar an den gemacht. 2 Siege beim Grand Prix vorzusammen. Nicht schlecht, nicht schlecht, Herr Specht. Dann haben wir unser obligatorisches dazugehöriges Land. Auch hier das relativ straight und relativ gerade. Oh, schon schön. Aber leicht geklaudet schon. Interessant. Dann die Wälder. Hier in dem Fall kann man sie nicht aneinander legen. Oder? Kriegt man das irgendwie zusammen? Nee. Nö, keine Chance. Keine Chance. Hier gibt es keinerlei Zusammengehörigkeit der Länder. Wälder und Ebenen. Die Ebenen. Die gibt es, glaub ich, auch reprinted. Und wir haben ein Special Land. Sie lassen hier das Heiligtum. Kommt getappt ins Spiel. Macht 2 Mana. Muss ein Landzug auf die Hand nehmen, wenn ihr ins Spiel kommt. Davon haben wir 2. Und Vitugazi, der Stadtbaum. Tappen für ein farbloses, für 4 Mana tappen kriegt man 1-1 grünes Subrolling. Elfen Himmelsfeger, 1 Mana 1-1, man kann ihn opfern, um eine fliegende Kreatur zu zerstören. Es gibt ganz, also ich opfere eine Kreatur, nicht diese Kreatur, eine Kreatur. Also es ist für Elfen sehr untypisch, dieses Prinzip. Davon haben wir 2 Stück. Spross der Wildnis, du bist mittlerweile eine Kamme, eine Pauperkarte. Euer Ernst? 3 Mana XX. Ist Stärke und Wirtschaftskraft gleich der Anzahl an Kreaturen, die man kontrolliert. Wow, das ist bitter, das wusste ich nicht. Schafhirte des Annullierens. Eine Karte, die viel mehr gespielt werden müsste, meiner Meinung nach. 4 Mana 2-4, man tappt 4 Kreaturen, die man kontrolliert und zerstört ein Artefakt oder eine Verzauberung eurer Wahl. Davon haben wir auch 2 Stück. Also viel mehr 2 Stück. Wünschelruten-Schamane. 5 Mana 3-4, für 3 Mana tappen bringt man eine Verzauberungskarte aus dem Friedhof zurück auf die Hand. Sehr, sehr gute Karte.
Alliierter der Wurzelsippe. 6 Mana 3-3 mit einberufen. Also man kann andere Kreaturen tappen, um die Mana-Kosten von dieser Kreatur zu bezahlen. Und man kann zwei ungetappte Kreaturen kontrollieren und dem +2/+2 zu geben. Zwei ungetappte Kreaturen tappen. So, oh, die man kontrolliert. Auch hier haben wir zwei von. Belagerungswurm. 7 Mana 5-5 mit einberufen und Trampelschwören. Wahrscheinlich auch zwei von. Drei von. Okay. Pflegekraft. 1 Mana 1-1. Für 1 Mana kann man das opfern, um einen Schaden an der Kreatur im Spieler. Opfere eine Kreatur. Verhindere den nächsten Schadenspunkt an einem Spieler oder einer Kreatur. Pflegekraft haben wir zweimal. Sandstreuer, okay. 4 Mana 1-3. Man tappt drei ungetappte Kreaturen. Man tappt eine Kreatur. Ja, man bräuchte so langsam, glaube ich, mal Token-Generierer. Dafür ist Grün-Weiß ja bekannt. 5 Mana 2-4 mit einberufen. Wenn die Phalanx der Konklave, also die Karte, Phalanx der Konklave ins Spiel kommt, erhält so für jede Kreatur ein Leben, die man kontrolliert. Zwei Stück. Oh ja, Celestia Evangelist. Göttliche Karte. 2 Mana, 1-2, für 1 Mana tappen und man eine getappte, eine ungetappte Kreatur kriegt eine 1-1 Tap-Rohlinge. Wahnsinnig gut, habe ich damals geliebt. Habe ich gespielt ohne Ende. Einfach nur um, oh mein Gott, Wachwölfe. Einfach nur um haufenweise Sub-Rohlinge zu generieren. Wachwölfe, 2 Mana 3-3. Lange, lange Zeit lang die geilste Sau für 2 Mana 3-3 in Grün-Weiß, die man spielen konnte. Habe ich jahrelang gespielt. Bis irgendwann so, ich glaube, Teros einen besseren gebracht hat. Oh mein Gott, toll, sie mir Wolfsblut. Oh mein Gott. Von dir habe ich einen coolen Token. 6 Mana, 3, 4. Andere grüne Kreaturen kriegen +1/+1. Andere weiße Kreaturen kriegen +1/+1. Und man kann hier tappen, um einen 2-2 grün-weißen Wolfspielstein namens Voyager ins Spiel zu bringen. Oh mein Gott, das wusste ich gar nicht. Ich habe mich echt nicht darüber informiert. Ah ja, die Gildenmagier waren ja auch hier drin. 2 Mana 2-2, für 4 Mana kriegt man Sub-Rolling oder für 4 Mana kriegen alle Kreaturen, die man kontrolliert, +1/+1. Das ist echt mächtig. Zentauren-Sicherheitsdienst, 3 Mana 3-1 mit zum Hybrid-Mana. Das war, glaube ich, das erste Mal, dass Hybrid-Mana gedruckt wurde. Wenn er im Spiel auf den Friedhof gelegt wird, also wenn er stirbt, hält man 3 Leben. 2 von. Mut ansammeln für ein grünes, beziehungsweise einberufen. Und kriegt eine Kreatur +2/+2. Okay, ist nicht so stark. Aber ein cooler Combat-Trick. Fäuste aus Eisenholz. 2 Mana Verzauberung. Wenn die ins Spiel kommen, kriegt man 2 grüne 1-1 Sub-Rohlinge. Und die verzauberte Kreatur hat Trampel. Okay, ich dachte immer Erstschlag. Trampel. Davon hat man 4. Okay. Oh, die Samen verstreuen. 5 Mana Spontanzauber. Man kriegt 3 1-1 grüne Sub-Rohlinge. Oh, die habe ich auch. Das habe ich damals so viel von gespielt. Das waren Zeiten. Liebkosung der Dryade. 6 Mana Spontanzauber. Man erhält für jede Kreatur, die man im Spiel hat, einen Lebenspunkt. Wenn man Weiß dabei ausgegeben hat, diesen Zauber zu spielen, enttappt man alle Kreaturen. Das ist so strong gewesen. Und überschütten. 7 Mana einberufen. Kreaturen, die du kontrollierst, erhalten +3/+3 bis zum Ende des Zuges. Wahnsinnig stark. Und der letzte Karte ist der Segen der Konklave. 4 Mana Verzauberung Aura haben wir auch mit einberufen. Man verzaubert eine Kreatur. Die Kreatur kriegt +0/+2 für jede andere Kreatur, die man kontrolliert. Das auf den Voyager-Typen da. Toll sie mir. Unglaublich gut. Unglaublich stark. Unglaublich cooles Deck. Ich mag das erste Ravnica-Set sehr. Es gibt einen Grund, warum wir da jetzt dreimal hin zurückgegangen sind. Ja. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß in diesem nostalgischen Trip wie ich. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Überblick seht. Ciao, ciao.